Das hat die Bundesregierung gerade erklärt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. So, jetzt ist überwiegend Herr Lenkert dran. Bei Fahrverboten hört der Spaß auf. Und jetzt vergessen Sie mal die Aussagen von dieser Seite da drüben und gehen Sie mal auf Ihr eigenes Gefühl ein. Die meisten Autofahrer vergessen, wie sie sich fühlen, wenn vor ihnen der alte Diesel im Stau steht und sie schlecht atmen können und dann auf Umluft schalten. Es ist eine ganz klare Tatsache. Das ist ein Durchschnittswert. Erinnern Sie sich an den Spruch, der Teich war im Durchschnitt einen Meter tief, trotzdem ist die Kuh ersoffen. Und es ist ein Mischwert. Verschiedene Schadstoffe zusammen, Feinstaub und Stickoxide, wirken wesentlich stärker als einer alleine. Und statt sich darum zu kümmern, nur NOx zu untersuchen, müssten Sie die Mischung untersuchen. Das habe ich Ihnen hier schon mehrfach gesagt. Sie lernen es nicht, Sie werden es nicht lernen. Und jetzt möchte ich mal dazu kommen, wie das denn ist. Und dann gibt es diese schrägen Vergleiche. Und wir alle wissen, dass Rauchen Kinder schädigt. Das wissen wir alle. Und dann kommt dieser schräge Vergleich in Anbetracht von Fahrverboten, wo gesagt wird, Zigaretten schaden nicht mehr als Dieselabgase. Oder umgekehrt. Ja, da frage ich Sie, was soll denn das? Nur weil der eine vielleicht weniger schädigt als den anderen, sollen wir unsere Kinder krank werden machen? Und ich bin Asthmatiker. Und ich kann Ihnen sagen, wenn der Adventskranz bei mir zu Hause eine halbe Stunde brennt, blase ich die Kerzen aus und mache das Fenster auf. Raucherzimmer umgehe ich. Da können Sie lachen. Seien Sie froh, dass Sie die Krankheit nicht haben. Ich kann ein Raucherzimmer umgehen. Ich kann die Kerzen ausschalten. Aber ich kann nicht die Luft anhalten, wenn ich an der Kreuzung stehe. Das ist mir schlicht unmöglich. Und sorry, alle Älteren, alle Kinder, alle Kranken, denen es ähnlich geht, denen geht es genauso. Und die haben ein Recht auf saubere Luft. Und jetzt komme ich mal zum eigentlichen Verursacher der Probleme. Seit 3 Jahren ist der skandalöse Betrug von VW, Audi, BMW und Daimler bekannt. Seit 3 Jahren. In den USA ist es diesen Konzernen möglich, PKWs anzubieten, die die Emissionen einhalten, die Grenzwerte. Und jetzt möchte ich mal die Grenzwerte am Auspuff benennen, meine lieben Damen und Herren. In Europa bei Euro 6 gilt am Auspuff ein Grenzwert von 80 Gramm NOx auf den Kilometer. In den USA gilt ein Grenzwert von 43 Gramm pro Kilometer im Flottendurchschnitt. Das ist deutlich wenig. Und Überraschung, die deutschen Autokonzerne können, nachdem sie 14 Milliarden Euro Strafe zahlen mussten, nach dem Zwang zur Rücknahme oder der Drohung, ohne Nachrüstung keine Autos verkaufen mehr zu dürfen, plötzlich ihre Flotten mit diesem Grenzwert ausstatten. Sie schaffen es. Würden wir in Deutschland die Fahrzeuge nach amerikanischen Zuständen zulassen, dann hätten wir hier keine Fahrverbote, dann wären die schlicht überflüssig. Und dann frage ich mich, wieso in Deutschland denn die Autofahrerinnen und Autofahrer herangezogen werden und die Steuerzahler für die Nachrüstung und nicht die Konzerne, die 55 Milliarden Euro Gewinn in den letzten 2 Jahren hatten. Da können Sie doch die 10 Milliarden für die Nachrüstung locker bezahlen. Und jetzt möchte ich mal zu diesen 112 Ärzten kommen. Frontal 21 hat mal untersucht, von diesen 112 Ärzten, dann sind es eben 108, es sind trotzdem nur 3% der 4000 Lungenärzte, hat sich fast keiner mit NOx-Studien befasst. Sie fordern hier Wissenschaftlichkeit für Studien ein. Der in Ihrem Antrag zitierte Professor Köhler hat nicht eine wissenschaftlich überprüfte Studie zu NOx veröffentlicht. Nicht eine. Das ist keine wissenschaftliche Praxis. Das ist einfach Betrug. Und wer so einen Kronzeugen heranruft, um auf Wissenschaftlichkeit zu pochen, dem kann ich nur eins sagen, er ist wissenschaftsfrei. Und wir als Linke, wir fordern die Nachrüstung der PKWs zulasten der Autokonzerne. Dann werden die Fahrverbote vermieden, dann wird unsere Gesundheit geschützt. Das ist auf jeden Fall ein besserer Weg, als sich zum Büttel der Konzernprofite zu machen, so wie es die rechte Seite dieses Saales tut. Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf Lenkert. Nächste Rednerin, Dr. Bettina Hoffmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.